Filmformat, das grüne Sofa. Ihn brauchen wir heute nicht, den Regenschirm, denn die Schwarzwälder warten auf den Regen. Also unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der bringt ja die Menschen immer zum Nachdenken. Und diesmal hat er uns über die Wasserknappheit zum Nachdenken gebracht. Er hat nämlich eine Waschlappenanordnung erlassen oder einen Ratschlag an die Bürger erlassen, dass sie sich nämlich nicht mehr so viel duschen sollen, ja? Sondern man kann ja die Dusche durch einen ordentlichen Waschvorgang ersetzen. Und da brauchen wir auch gar nicht viel dazu. Wir brauchen circa 2 Liter Wasser. Und, das ist ganz wichtig, 2 sogenannte Waschlumpen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn man sich wirklich ökologisch waschen will, sollte man 2 Waschlumpen benutzen. Einen für oben und einen für unten. Ich sag's jetzt nur mal gleich vorweg, denn ich fürchte, der Ministerpräsident wird uns in Zukunft mit noch mehr solchen Ratschlägen beglücken. Einfach, weil seine Bildungspolitik und die grüne Politik wenig taugt. Es ist eigentlich eine Waschlappenpolitik. So, Sie müssen entschuldigen, normalerweise bin ich immer frisch rasiert, wenn ich vors grüne Sofa trete. Aber ich bin heute davon abgekommen, unser Ministerpräsident dringt ja mittlerweile mitsamt dem Klimawandel in unser Privatleben ein. Ich wollte eigentlich auch Seife verwenden für meinen Waschvorgang, bin aber auch davon wieder abgekommen. Denn wenn man die Seife weglässt, kann man das Wasser anschließend noch verwenden, um zum Beispiel ein schmutziges T-Shirt zu waschen. Und auf was ich jetzt warte, ist wirklich die ganz konkrete Waschlappenverordnung des Ministerpräsidenten. Ich nehme an, der geht demnächst an alle Haushalte raus. Und ich gehe davon aus, dass er ganz pragmatische Vorschläge macht. Zum Beispiel, es empfiehlt sich, den Waschlappen für oben wirklich etwas höher zu hängen, ne? Damit man die Metapher oben im Kopf verankern kann und den Waschlappen für unten etwas tiefer. Es empfiehlt sich auch, den Waschlappen für oben etwas weiß zu halten und den Waschlappen für unten etwas ins Bräunliche gehen zu lassen. Das ist einfach ein Erfahrungsschatz der Menschheit, den jeder Mensch in sich, in den Genen verankert hat. Und da ist ja unser Ministerpräsident ganz pragmatisch, dass er uns zurückführt zu unseren Urinstinkten. Wasser ist wertvoll, das wissen schon die Hauskatzen. Wenn Sie Katzen beobachten, schauen Sie mal genau, die benutzen fast überhaupt kein Wasser, die sind große Freunde der Katzenwäsche, der sogenannten Trockenwäsche. Aber wir Menschen sind da noch etwas anders. Ich weiß nicht, wenn eine neue Verordnung kommt, ändert sich das vielleicht. So, jetzt nehmen wir diesen Waschlappen von oben bzw. für oben, tauchen das mal ganz zart ein. Und jetzt machen wir das mal ganz bewusst. Wasser ist wertvoll und deswegen wollen wir uns auch ganz bewusst waschen. Ne? Ja, das reicht jetzt schon. Ich war schon immer ein großer Freund der Katzenwäsche. Und dann sind wir in Baden-Württemberg schon fertig für den Tag. Es ist mittlerweile auch politisch angesagt, so ein bisschen unter den Armen, unter den Achseln zu müffeln. Das deutet einfach auf einen ökologischen Waschstil hin und fördert das Miteinander in Straßenbahnen und so. Und die Warmduscher, die wird man jetzt halt in Baden-Württemberg wahrscheinlich schräg ansehen. Ja, man kann sagen, das ist alles ein bisschen fragwürdig. Was will uns der Ministerpräsident eigentlich da damit sagen, könnte man sich fragen. Will er da vielleicht mit diesem Waschlappengetue von irgendetwas anderem ablenken? Aber das beantworten wir später. Ja, Wasser ist wirklich ein fantastisches Medium. Man kann sich waschen, man kann die Kleidung waschen. All das bringt uns Winfried Kretschmann wieder näher.
hat doch dieser Bergsteiger da, dieser Reinhold Messmer, hat noch vor kurzem gesagt, der Mensch hat den Kontakt zur Natur verloren. Aber hier in Baden-Württemberg bringt uns der Ministerpräsident wieder näher an die Natur heran. Das nächste Projekt, auf das ich warte, ist die Holzzahnbürsten-Schnitzanordnung. Ich kann mir das so vorstellen, dass jeder Baden-Württemberger so eine Anleitung bekommt, wie er sich selber im Wald einen Baum fällen kann, um da seinen Vorrat für Holzzahnbürsten, die er dann auch selber irgendwie zusammenbasteln muss, wie er sich da den Wintervorrat anlegen kann, damit wir halt auch beim Zähneputzen richtig ökologisch durchstarten können. So, vor kurzem habe ich gehört, dass die Papierherstellung viel Wasser verbraucht, und so kann man davon ausgehen, dass es nimmer lang dauert, dann wird unser Herr Kretschmann eine Klopapierverordnung für die Bürger herauslassen oder Klopapierverordnungen empfehlen. Er ist ja jetzt ein großer Empfehler geworden. Von Waschvorgängen über andere Vorgänge wird er dem Bürger wahrscheinlich in Zukunft mit eigenartigen Vorschlägen auf die Nerven fallen. Aber das lenkt halt alles nur von einer einzigen Sache ab, nämlich dass man mit zwei Arten Politik machen kann. Man kann entweder dümmliche Gesetze herausgeben und die den Bürgern auf die Nerven gehen, oder aber man kann die Wirtschaft dazu bringen, mehr Innovationen umzusetzen. Das wurde ja angekündigt 2011, wurde angekündigt, Baden-Württemberg soll das Modellland des ökologischen Wirtschaftens sein. Da wäre zu erwarten gewesen, dass die Wirtschaft transformiert wird in eine Kreislaufwirtschaft, auch Cradle to Cradle genannt. Das alles hat nicht stattgefunden, und jetzt sind wir eben bei der Waschlappenpolitik. Ich habe das seit langem geahnt. Jetzt sind wir da. Es dauert nicht mehr lang, da sind wir bei der Klopapier-Diskussion. Dabei, bitte verstehen Sie das nicht falsch, bin ich noch nicht mal der größte oder schlimmste Grünen-Gegner. Ich kritisiere vor allem die dümmliche Bildungspolitik. Wenn man eine Wirtschaft transformieren will, dann braucht man die Fachleute, nach denen der Herr Kretschmann ja auch ruft mit der The Land-Kampagne. Da braucht man halt die Fachleute der Transformation. Das hat was mit der Bildungspolitik zu tun, das hat was mit dem Design zu tun, und in diesen Bereichen ist in Baden-Württemberg nichts passiert. Da gibt es keine Vorreiter. Rolle. Und deswegen möchte ich Sie entlassen aus diesem Vortrag mit einem Sprüchlein. Jeder Klimakleber, der irgendwo auf der Straße klebt, ist einer, der Opfer geworden ist von einer dümmlichen Bildungspolitik, die man noch nicht mal Bildungspolitik nennen kann. Jeder Klimakleber, der halt mit Sekundenkleber auf der Straße klebt, was auch nicht sonderlich ökologisch ist, ist ein junger Mensch, dem keine Wege eröffnet wurden, wie man in der Wirtschaft Neuerungen umsetzen kann, wie man Innovationen umsetzen kann. Und deswegen sage ich, diese Waschlappenpolitik hat sich jetzt so langsam in eine Art Satire verwandelt. Und deswegen sage ich Ihnen, vielen Dank fürs Zuschauen, und schauen Sie sich auch den letzten Beitrag an. Wird aus Politik Satire und aus Satire Politik? Da geht es um einen wirklich relevanten Vortrag von einem Biologen, dem Dr. Benecke. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal im Format Das Grüne Sofa.